Heute ist der große Opernballabend hier bei uns in Wien und da ist natürlich auch die Top-Prominenz mit dabei. Unter anderem wird der 90-jährige Richard Lugner die 85-jährige Jane Fonda empfangen und mit ihr den Opernball besuchen. Und natürlich, wenn so eine großartige Hollywood-Prominenz hier bei uns im Land ist, kann man dies natürlich auch für andere Zwecke nutzen. Und so haben wir jetzt Martha Bissmann, die ehemalige Nationalratsabgeordnete, uns zugeschalten. Frau Bissmann, Sie haben Jane Fonda einen Brief geschrieben, aber jetzt nicht, weil Sie ein Autogramm von ihr wollen, sondern Sie haben ein ganz anderes Anliegen. Welches ist denn das? Ja, unser Anliegen ist das humanitäre Bleibevisum für Angehörige von Opfern des schrecklichen Erdbebens in der Türkei in Syrien. Und die Idee dazu hatten wir von der Initiative für humanitäres Visum, die ein SPÖ-Bezirksrat letzte Woche über Nacht aus dem Boden gestampft hat. Die Idee ist uns dadurch gekommen, dass wir gesehen haben, dass Jane Fonda sich hier in Wien sehr frei, sehr offen für ökologische und soziale Themen einsetzt. Also sie hat sich ja über Nacht hier zum neuen Idol der Klimaschutzbewegung gemacht, indem sie scharf kritisiert hat, dass die OMV den Opernball sponsert. Also sie setzt ihre Bekanntheit, ihre Stimme ein für wichtige soziale und ökologische Themen. Und daher sind wir bei ihr, wahrscheinlich hoffentlich an der richtigen Adresse. Und wir haben ihr diesen Brief geschickt mit dem Wunsch, diese Initiative zu unterstützen. Die hat nämlich über Nacht ganz schön viel Unterstützung bekommen, auch überparteilich. ÖVP, Ottmar Karas, Europaabgeordneter, hat sich dafür ausgesprochen. Bei den Grünen gab es zwar einige Lippenbekenntnisse, aber sie sind noch sehr zurückhaltend. SPÖ ist dafür. Und jetzt gibt es aber eben leider von Seiten der Regierung ein Zurückrudern. Und vielleicht braucht es jetzt so einen Schub von außen, so einen Push in Form einer großen Dame, einer Hollywood-Stimme, einer Berühmtheit, die gerade in Wien ist, um dieser Initiative die nötige Schubkraft zu geben. Es geht um nichts großartig Besonderes und Schwieriges. Es geht um 3 Monate Aufenthalt in Österreich bei Verwandten. Verwandten zahlen das auch alles, den Aufenthalt. Sie wollen nur ihren Angehörigen, die in der Türkei und Syrien alles verloren haben und jetzt obdachlos sind, in der ersten Zeit unter die Arme greifen und sie zu Hause beherbergen. Also das kostet dem Staat gar nichts und es geht um eine Erleichterung der Visabestimmungen. Deutschland macht es vor, dort ist es möglich. Warum ist es bei uns nicht möglich? Ich frage mich auch, wo die Grünen bleiben bei dieser Initiative, die schon so viel Unterstützung bekommen hat. Wo ist der Vizekanzler? Der Bundeskanzler Nehammer hat sich gestern dagegen ausgesprochen. Er meint, Hilfe vor Ort geht, aber nicht humanitäres Visum. Was ist mit den Grünen los, die angebliche Menschlichkeits- und Menschenrechtspartei? Wo sind sie schon wieder? Wollen sie schon wieder schweigen und bei der nächsten Wahl aber genau bei diesen Wählerschichten um Stimmen werben? Also wir wollen da jetzt wirklich massiv dranbleiben und hoffen, dass wir mit der Stimme von Jane Fonda da was in Bewegung bekommen. Weil es geht wirklich um ganz viele, es geht um Menschenschicksale. Und wir haben keine Kosten damit. Es geht nur darum, dass wir die bürokratischen Prozesse vereinfachen. Also um es noch einmal zusammenzufassen, Sie wollen, dass Jane Fonda ihre Popularität nutzt, um sich für humanitäre Visa einsetzt, für Flüchtlinge aus dem Gebiet Türkei, Syrien, dass sie hier dann eben ihre Verwandten für 3 Monate besuchen dürfen. Wie hat denn Jane Fonda diesen Brief erhalten oder wie haben Sie diesen Brief, diese Forderungen an Jane Fonda kommuniziert? Also wir haben alle Kanäle genutzt, die Jane Fonda auch benutzt, ihre Social Media Kanäle und ihr Management angeschrieben. Wir haben aber auch das Management von Richard Lugner angeschrieben. Und also wirklich auf allen Kanälen und wir sind sehr zuversichtlich, dass da eine Antwort kommt. Sie wird ja wohl noch zumindest morgen in Wien bleiben und ja, wir werden sehen. Dann drücken wir natürlich die Daumen, dass hoffentlich Ihre Forderungen umgesetzt werden können und sich Jane Fonda hier einsetzt. Dankeschön. Martha Bissmann für das Interview. Danke auch. Wiederhören.